ist gar nicht rot vorne. Das ist kein roter Punkt. Das ist sicher, dass es rote Punkte sind. Ja. Auf jeden Fall schön. Ja. Okay, also wir sind hier bei Zuru. Totgeglaubte Leben länger. Tatsächlich, Zuru scheint es nochmal versucht mit der X-Shot-Serie. Interessanterweise eben das Zombie-Thema, was nach Aussagen von Zuru auf jeden Fall auch bevor Nerf auf die GDG gekommen ist, hier schon ein Produktsortiment war. Ich muss sagen, also die Blaster sehen auf jeden Fall interessant aus. Also das Modell hier mit den zwei Trommeln. Das war ganz schön. Cool. Genau. Ein bisschen zu klein, aber von der Idee her ganz nett. Also ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber halt das Comic-Design, was man halt von Zombies 2 kennt, halt auch hier wieder zu finden. Interessant hier auch quasi etwas mit Scheiben. Genau. Also hier. Ich will jetzt nicht sagen, das geht Richtung Vortex, aber das scheint, dieses Modell scheint Scheiben und Darts verschießen zu können. Ja, das kann ja die hier auch. Ach, die hat Mensch, krass. Oh. Also man hat hier quasi eine Doppel-Sechser oder Doppel-Sechser-Trommel, quasi Maverick mit Doppel-Trommel-Funktion plus zusätzlich halt hier diesen Scheiben-Ding. Ich glaube, das Scheibenteil ist jetzt nicht so der Burner, weil die einfach nur so nach vorne geschubst werden. Aber allein hier dieses, dass man, wenn eine Trommel leer ist, das Ding hier einfach dreht und dann nochmal eine volle Trommel hat, ist schon echt eine schöne Sache. Und Timo meinte vorhin schon, die hat mal richtig Wumms. Ja, kann ich definitiv bestätigen. Ja. Ich meine, es sind endlich mal Dartspitzen mit, die sind halt metallisch. Irgendwie gefällt mir das sehr gut. Ja, das stimmt. Also, könnten tatsächlich auch ein anderer Blaster passen. Ja. Und wirken sehr leicht. Also muss man schauen. Ja, ansonsten, wir haben hier noch andere interessante Sachen gefunden. Ne? Also leuchte mal hier rüber. Also ganz witzig hier, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. So, also offensichtlich hat Zuru auch entdeckt, dass auch Mädchen eine Zielgruppe sein können. Hier quasi nochmal die gleichen Designs in Rosa ausgeführt. Es gibt auch einen Bogen, das ist dieses Modell. Dazu dann auch so ein bisschen, das kennt man ja auch schon von den Bögen von Nerf, irgendwie die großen Projektile. Ich probiere das mal aus. Und jetzt gleich mal hier. Hast du es? Achtung. Also spannend. Ne? So, und jetzt Abzug. Ja, okay. Also funktioniert auf jeden Fall. Genau, dann haben wir hier noch, also das ist, die haben wir letztes Jahr schon gesehen, das ist die Vigilante. Ist ganz nett. Das ist ein, quasi eine Art Doppelbock für Linte. Und zwei Darts werden hier reingetan. Durchgeladen wird dann hier mit dem Pumpgriff und dann auch von der Performance her ganz beachtlich. Das Einzige, was ich halt leider schade finde, ist halt, wenn man das aufkloppt, man diese Dinger dann trotzdem wieder von vorne reinlädt. Das ist für mich so ein kleiner Style-Killer. Ach so, weil man sie eigentlich, ja. Okay. Man müsste sie eigentlich so reinladen. Das ist leider nicht ganz so schön. Aber. Kameramänner leben gefährlich. Ein Modell. Also das mit der Disc hätte ich ja tatsächlich zu gerne mal ausprobiert. Also scheint es zu sein, dass diese Modelle alle hier oben auch noch eine Disc verschießen. Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht so gut. Ja, ich weiß auch nicht. Weil da ist halt nur so ein Schieber, ne? Und da hast du überhaupt keine Kraft so richtig. Der schiebt die einfach nur raus, noch weniger fliegen schon 3 Meter. Das ist nur ein Darthalter aus Unterrock hier, also tatsächlich auch. Naja, aber ich sag mal, also Potenzial ist auf jeden Fall da. Für mich. Zuru bietet hier erstmalig quasi auch mit den Blastern zusammen eine Art Ziel an. So halbe Dosen kann man hier in irgendeiner Form stapeln und kann dann richtig Dosen schießen wie auf dem Jahrmarkt. Also meine Zuru-Favoriten ist halt echt hier dieser Doppeltrommel-Revolver und die Turbofire. Die ist auch schon ein älteres Modell, hat jetzt halt hier einen neuen Farbschema und die kann auch richtig was. Ja? 20 Schuss eingebaute Trommel drin und kann man echt empfehlen. Also ich habe die einmal gefeuert und war auch wieder überrascht davon, wie gut die quasi schon so ab Werk schießt. Also das ist echt ein schönes Modell. Die beiden Dinger gefallen mir wirklich am besten. Genau.